Hallo Freunde der Nacht, da bin ich euer Sadu mit einer neuen Folge Surviving Mars. In der letzten Folge konnten wir dieses riesengroße Loch buddeln und die Moholm-Mine ist fertig. 50 Metalle Produktion pro Sol, einfach der Hammer. Und natürlich nicht zu vergessen auch nochmal 20 Edelmetalle. Man kann das Ganze upgraden, der absolute Wahnsinn. Es kostet Unmengen an Maschinenteilen, aber die Möglichkeit besteht, dass das abgequetet werden kann. Dann müssen wir uns jetzt in der Folge hier oben um einen kleinen Fauxpas kümmern. Erster Fauxpas, wir wollten hier eigentlich irgendwann mal auch noch eine Megakuppel dran setzen und irgendwie haben wir das hier in den Weg gebaut. Wir haben ja extra hier noch ein Dreieck freigelassen für die Durchgänge, aber wenn wir uns jetzt das hier anschauen, schaut mal die Megakuppel. Es geht einfach nicht, weil da dieser Edelmetallextraktor im Weg ist. Ich glaube, ja, nur der Edelmetallextraktor und das Lager für die Gesteinsabfälle ist im Weg. Das müssen wir umändern, indem wir das ausschlachten und das die große Mülldeponie hier ebenfalls. Wir können die Zeit schon mal etwas vergehen lassen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht. Nein, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe gesehen, hä, hier geht nichts los. Warum? Ja, weil sie keine Maschinenteile haben. Okay. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben gar kein Maschinenteile-Depot. Wir haben selbst hier die Maschinenteile weggeixt. Wir hatten da einen Fehler begangen. Wir bauen ein Depot hin. Maschinenteile-Depot. Und zwar hier so. Ja, wir können es ruhig noch ein bisschen näher an die Kuppel bauen. Bauen wir es hier an die Grenze. 50 wäre okay. Na, wobei, 30 Stunden. Ich glaube, unsere Standardmaße sind immer 50, oder? Bei den anderen Sachen, ja. Deshalb lassen wir es bei 50. Lagerbestand ist niedrig von Polymeren. Halte ich für ein Gerücht. Wir haben ja auch, das ist auch in der letzten Folge noch passiert. Ich zeige es euch. Wo war das? Das ist unsere Main City. Hier. Eine neue Polymerfabrik an den Start gebracht. Auch schöne Sache. Ja, die Upgrades hatten wir auch schon in Auftrag gegeben. Und jetzt werden hier natürlich auch wieder neue Polymere produziert. Können wir gut gebrauchen. Und ich habe mir auch noch ein paar Gedanken gemacht zu diesen ganzen Gesteinsabfällen. Wir haben ja jetzt noch einen, oder wir könnten noch einen Wunder bauen, wo wir Beton einfach so aus von der Marsoberfläche her beziehen können. Ich zeige euch das mal. Der Ausgräber heißt das. Aber wisst ihr was? So wie ich das verstehe, würden wir dann noch mehr. Also erstens hätten wir sowieso im Moment die Metalle nicht. Zweitens die Maschinenteile hätten wir auch nicht. Aber wir würden wahrscheinlich noch mehr von diesen Müll hier produzieren, von diesen Gesteinsabfällen. Deshalb habe ich mich tatsächlich durchgerungen, auch wenn ich in irgendeiner Folge drauf geschimpft habe, diese Gesteinsabfälle so peu à peu wegzubekommen, weil wir natürlich jetzt auch eine unerschöpfliche Moholmine da haben und dann daraus halt Beton zu machen. Ich weiß nur nicht mehr, wo es das gab. Es müsste eigentlich schon in der Produktion da sein, oder? Ja, hier Gesteinsabfallanlage. Wir haben jetzt im Grunde genommen erst einmal genügend Strom. Ihr wisst, wie es ist mit dem Strom hier auf dem Mars. Und deshalb fangen wir mal an, hier Gesteinsabfallanlagen zu bauen. Wir bauen das hier zentral hin. Wir werden hier nicht noch irgendwelche Kuppeln errichten oder so. Windkrafträder wollen wir eigentlich auch nicht erweitern, aber wir können ja hier diese Gesteinsabfallanlagen hinbauen. Wir werden davon eine ganze Menge brauchen, deshalb mit Shift kann man das ja immer wunderbar erneuern. 3, 4, wir bauen erstmal 5, mal gucken. Dann produzieren die ja auch 20 Beton. Betonproduktion ist im Moment auch ausreichend. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Bin mir nur nicht ganz im Klaren, ob wir hier, ob das Lager hier in Reichweite ist. Doch. Schaut mal,
Das müsste alles noch in Reichweite hier von diesem Drohnen-Hub sein. Ansonsten müssten wir vielleicht noch einen Drohnen-Hub hinbauen. Aber das werden wir sehen, wenn es denn soweit ist. Die sollen erstmal mit der Produktion beginnen. Ja, so schnell ändert man seine Meinung, aber immer weiter auf der Jagd nach Beton, Beton, Beton sind. Wir haben jetzt wirklich eine Größe erreicht, wo wir uns ganz in aller Ruhe überlegen können, wo wir uns denn noch ausbreiten wollen. Und das nächste Großprojekt ist entweder, ich hatte es glaube in der letzten Folge auch gesagt, einen Weltraumlift, einen Teleskop oder halt noch so eine Megakuppel. Und wahrscheinlich wird es eine Megakuppel werden, einfach um hier auch mit dem Wachstum der Bevölkerung klarzukommen. Wir haben hier überall Geburtenkontrolle reingeballert. Und einfach, ja, um den Ansturm der Menschenmassen hier Herr zu werden. Und um das aber alles noch besser ausgleichen zu können, wäre noch eine zweite Megakuppel. Also im Moment würde ich schon dazu tendieren. Es gibt aber natürlich auch hier dieses Omega-Teleskop. Nur ihr seht das ja selbst. Dazu brauchen wir auch wieder Unmengen an elektronischen Geräten. Eine Alternative dazu wäre natürlich auch noch ein Weltraumlift. Aber dazu brauchen wir natürlich Unmengen an Polymeren. Ach, ist alles nicht so einfach. Wahrscheinlich wird es erstmal eine Megakuppel noch werden. Aber mal gucken, wir können auch ruhig die Geschwindigkeit ein bisschen höher setzen, dass wir hier etwas schneller vorankommen. Der Erkunder hat doch hier oben bestimmt noch was zu erkunden. Ja. Sector scanned. Anomaly found. Nochmal Geld, wollte ich sagen, aber natürlich nicht Geld, sondern Wasser gefunden. Und noch eine Anomalie hier oben gefunden, auch schön. Irgendein Gebäude funktioniert nicht. Ja, weil es nicht genügend Gesteinsabfälle da hat, aber hier gibt es genügend Gesteinsabfälle. Keine Angst. Könnt ihr Upgrades durchführen? Muss nicht sein. Wir lassen die 5 Gesteinsabfallanlagen, so heißen die, oder? Ja, Gesteinsabfallanlagen, mein neues Lieblingswort, Gesteinsabfallanlagen, erstmal arbeiten, ohne irgendwelche Upgrades zu machen. 5 mal 3, das sind dann ja auch 15 pro Sol. Die decken, glaube ich, schon die Wartung ab, ne? Nicht ganz. Dann brauchen wir nicht mehr auf Jagd nach Betonextraktoren sein. Zählen glaube ich immer noch nicht rein, oder? 31 produzieren wir. Drohnen sind überlastet. Warum? Oh, schaut mal. Ah, hier fehlt ein Lager für Gesteinsabfälle. Anomalie wurde analysiert. Schauen wir uns gleich mal an. Achso, das sind einfach nur die 1500. Schön. Forschungspunkte. Dann kann natürlich unser Wägelchen hier oben auch noch die nächste Anomalie scannen. Polymerproduktion ist auf einem guten Weg. Wir wollten ja ohnehin eine Rakete herholen, habe ich mir aufgeschrieben, um vielleicht noch ein paar Missionen hier auf dem Mars zu machen. Lasst es eine Frachtrakete werden. Wir haben knapp 6 Milliarden Dollar auf der hohen Kante und lasst uns Polymere herholen. Wir können es uns leisten. Rakete soll nie gekauft werden, sie soll einfach stoppen. Dann hätten wir auf einen Schlag genügend Polymere, um da noch eine Megakuppel hinzubauen. Was machen eigentlich die beiden Shuttle Hubs? Geringe Auslastung, auch sehr gut. Arbeitslosenzahlen gehen hier halt wieder nach oben. Anscheinend hier in diesen Kuppeln. 21, ja, da gibt es noch eine ganze Menge. Freie Arbeitsplätze sind aber auch noch einige vorhanden. Können die Leute
ruhig nachher herbringen. Da gibt es mittlerweile auch 20 Arbeitslose. Alles klar, also müssen wir hier wieder für Arbeit suchen. In unserer Megakuppel. Wir müssen weiter Werkstätten bauen. Die Farm kann komplett in Quinoa-Produktion alles umfunktionieren. Wo werden die meisten Leute benötigt? In der VR-Werkstatt. Wow. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 Leute. Das ist eine Menge, was da benötigt wird. Hier hat man die Klinik errichtet. Universität hat man hier doch auch schon gebaut, ja. Sehr gut. Wir brauchen noch elektronische Fabriken. Nützt alles nichts. Bietet sich ja hier auch an, weil hier gibt es ja Edelmetalle. Anomalie wurde analysiert. Super. Können wir hier noch hinbauen. Elektronikfabrik. Geht los. Und noch eine zweite. Der Platz ist so gigantisch in diesen Megakuppeln. Der muss repariert werden, der Fusionsreaktor, aber kriegt er ja hoffentlich hin. Drei elektronische Geräte fehlen, das sollte kein Problem sein. Hier gibt es genügend elektronische Geräte. Nahrung sieht stabil aus. Metallproduktion, irgendwie produzieren die hier noch nicht die 50. Müssen wir abwarten, es ist bald Sol 238. Da schauen wir mal rein. Nach wie vor nicht. Hm. So produziert ihr keine 50, so wie es da steht. Woran liegt das, Leute? Ich habe halt keine Ahnung. Ja, jetzt. Gut, es lag einfach daran, dass noch nicht genügend Zeit vergangen ist. Das ist alles im grünen Bereich. Wir gehen langsam nach oben. Klar, man könnte jetzt überlegen, hier noch ein paar Bergbaukolonie hinzusetzen. Wir hatten ja gesagt, hier sind perfekte Stellen, aber wir müssen auch daran denken, dass wir ja, ja unserem Ziel auch mal irgendwie näher kommen wollen. Und unser Ziel ist es halt, erstens mal hier 10.000 Forschungspunkte denen nahe zu kommen. Und das andere Ziel war doch noch das mit den Werkstätten. War das unter Meilenstein? Jawohl. Alle Sponsorenziele, das hängt mit den 10.000 Forschungen zusammen. Scannen alle Sektoren, das kriegen wir auch über die Zeit hin. Und 40% der Arbeiter sind in Werkstätten. Also das letzte Mal, wo wir nachgeschaut haben, waren es glaube ich 4%. Wie viel sind es denn jetzt? 9%. Das ist schon krass. Also wir brauchen definitiv noch eine Megakuppel. Eine Megakuppel hier noch, um noch die Produktion anzukurbeln. Und ich wäre dafür, dass wir eine Megakuppel auch noch dahin bauen, wo wir gerade gewesen sind. Erstmal müssen wir hier die Ressourcen entladen. Und der ist auch voll, jawohl. Der begibt sich mal hier hin und wird hier die Metalle entladen. Also eine Megakuppel hier für die Produktion, eine Megakuppel hier oben hin für die Forschung. Das Problem hier ist, dass wir blockierende Objekte haben. Das Hauptproblem ist aber, glaube ich, dass, wenn mich nicht alles täuscht, werden hier immer wieder Staubteufel herkommen, vorbeikommen, also entstehen. Und deshalb können wir hier keine Megakuppel bauen. Also wir werden wahrscheinlich nur hier diese 10% abgreifen können. Ich habe das schon mal mir angeschaut. Ich kann es euch jetzt auch nochmal zeigen. Hier funktioniert's. Und hier sind schon blockierende Objekte. Man sieht gar nicht, was hier drunter sein soll. Seht ihr das?
Was ist denn hier ein blockierendes Objekt? Fragezeichen. Hier funktioniert's. Hier blockierendes Objekt. Also, ich denke, es hängt hier mit diesen Staubteufeln zusammen. Mit diesem Gebiet hier. Aber es ist okay, dann bauen wir es halt hier oben hin. Passt schon. So, die Elektronikgebäude sind fertig. Hier führen wir die Upgrades durch und hier ebenfalls. Ich will bloß noch mal nachschauen. Hatten wir die auch auf 3-Schichten-System gestellt? Ich weiß es gar nicht. Wir haben das so oft umgestellt im Laufe des Spiels, dass ich es euch nicht sagen kann. Doch, wir haben komplett auf 3-Schichten-System umgestellt. Na, dann ist halt so. Die Polymere kommen jetzt hier an. Ist auch okay. Wir werden jetzt hier eine Menge Metalle noch benötigen, weil wir bauen hier die Megakuppel. Metalle brauchen wir natürlich auch, aber wir brauchen halt auch an Beton. Der gut alte Beton, den gibt es hier. Laden wir ein. Und der kann das hier auch einladen schon. Dann entlasten wir die Shuttles, sonst sind die wieder komplett überfordert. Muss jetzt nicht sein. Die Fusionsreaktoren hatten wir da auch schon 3 am Start. Ich denke schon. Hängende Gärten ist abgeschlossen. Neues Spitzengebäude. Eine schöne Parkanlage, die den Komfort aller Bewohner der Kuppel deutlich verbessert. Eine der beständigsten und fantastischsten Legenden vergangener Zeiten wurde auf dem Mars zur Realität. Subi. Und magnetische Extraktion forschen wir gerade noch. Auch eine feine Sache. Bringt mehr Produktion für die Minen. Die knallen sich mit Beton voll. Einwandfrei. Und das wird jetzt hier alles ausgeladen. Jawohl. Treibstoff müsste... Na, ist keiner vorhanden. Na, dann dürfen die Shuttles bringen. Und dann gehen wir mal die nächste Megakuppel an. Ja, können wir machen. Baut sie hin. Die gute. Die knallen ja alles mit Edelmetallen voll. Nee, nee. Braucht ihr jetzt nicht. Wir wollen die Rakete ja nutzen, um ein paar Missionen hier abzuschließen. Ihr wisst alle, ich bin da nicht so der Fan von, aber mal schauen, was so Schönes gibt, was wir uns denn vornehmen könnten. Also hier fehlt es noch an Leuten. Die Shuttles sollten ruhig mal anfangen, weiter die Leute hierher zu bringen. Fuchs ohne Arbeit, 6 ohne Arbeit, 20. Sieht ja auch genial aus. Schaut mal nachts hier, wie der Ring hier beleuchtet ist. Gesteinsablagen. Ja, die produzieren. Schön. So muss das sein. Gesteinsabfälle gibt es mehr als genug. Die Moholmine produziert natürlich auch Gesteinsabfälle ohne Ende. Nicht genug elektronische Geräte. Ja, das dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis hier wieder genügend elektronische Geräte vorhanden sind. Wo ist denn das Drohnenhub hier? 15. Ja, Drohnenlast ist extrem hoch. Wir werden mal hier auf 20 Leute hochgehen. Das ist jetzt einfach auch dieser Baustelle geschuldet.
nehme das mal hoch, dass dann die Priorität ganz oben sein soll für die Megakuppel. Nahrung produzieren wir mehr als genug, wahrscheinlich auch noch selbst mit der Megakuppel. Was gibt es denn hier überhaupt an Bevölkerung? 176, Wahnsinn. Und da haben wir noch ein paar Dreiecke frei. Denkt dran, wir müssen ja auch ordentlich noch VR-Werkstätten raushauen. Das nicht zu knapp. Hier oben noch ein Edelmetallextraktor. Ja, kommt. Zu weit von dem... Ah, ja, das geht noch. So geht's. Wir müssen uns mal angucken, wo ist denn hier, was sind denn hier die Anschlüsse? Die Lebenserhaltung. Da hinten. Wir werden das mit denen hier verbinden. Ja. Transportieren die denn noch Leute? Aber eigentlich schon, oder? Mein, kommt es nur so vor, dass die Zahl irgendwie gar nicht nach unten geht. 8 im letzten Sol, 11. Ja, das sind 20 Leute, die da von denen hin und her transportiert wurden. Das ist schon... Es könnte mehr sein, sage ich mal. Aber es ist eigentlich ausreichend. Es dauert halt eine Weile, wie die dann an ihrem Arbeitsplatz sitzen. Weil wir haben 63 freie Arbeitsplätze und 45 ohne Arbeit. Es gibt mehr Arbeitsplätze als Arbeitslose. Das ist doch schon mal positiv. Die Rakete wäre startklar, aber wir wollen ja nicht starten, sondern halt, das war die falsche Button. Kontrollzentrum? Nee. Planetenansicht, genau, das war's. So, was gibt's denn Schickes hier? Löse einen Meteoritensturm aus, der einige wertvolle Ressourcen enthält, Metalle, Edelmetalle und Anomalien. Nee. Wissenschaftler, 5 Wissenschaftler, Forschungsfortschritt, braucht man auch nicht unbedingt. Ferngesteuerter Erkunder, Ressourcen. Ja, meinetwegen. Schickt die Expedition los. Ein paar Ressourcen, bitte ein paar Polymere können wir gebrauchen. Ah, die Ressourcen sind fast alle vorhanden für die nächste Megakuppel. Erst haben wir ewig gebraucht, bis wir mal uns an die Megakuppel ranwagen und jetzt bauen wir gleich noch die zweite hinterher. No active research. Magnetische Extraktion. Wir sind auf neue Abbautechnologien gestoßen, haben sichere Methoden entwickelt, um in unseren Minen auf dem Mars magnetische Extraktion einzusetzen. Produktion um 50% erhöht. Heftig. Geldmittel brauchen wir keine. Das haben wir noch nicht erforscht. Ferngesteuerte Kommandeure kommt. Wir erforschen das jetzt hier einfach. So viel gibt es ja nicht mehr. Triboelektrische Bürsten, mein zweites Lieblingswort. Betankte Extraktoren können wir auch noch mitnehmen. Das ist irgendwas hier mit Geldmitteln, was dann immer wieder erneuert wird.
fortschrittliche Raketentechnik und ebenfalls das mit den Geldmitteln. Und dann hätten wir alles erforscht. Das nächste was Großprojekt, was wir bauen werden, ist dieses Omega-Teleskop. Dann gibt es ja neue Durchbrüche, die man erforschen kann. Ich bin gespannt. Aber als erstes müssen wir erstmal die Megakuppel hier noch an den Start bekommen. Wasserextraktor, was ist denn da los? Stopp mal. Ja, das liegt an den Gesteinsabfällen. Was für ein Mist. Alles blockiert mit Gesteinsabfällen. Planetenanomalie analysiert 22 Polymere. Ach ja, es ist zwar unser Wunsch gewesen, dass wir Polymere bekommen, aber 22? Naja, besser als nichts, aber das sind halt so diese Planetenmissionen, wo ich mir sage, ist das so toll? Ich find's nicht. Klar, manchmal hat man auch Schwein, aber man muss halt sehen, was man investiert. Kein Fan davon. Das ist einfach, weil die Gesteinsabfälle jetzt hier transportiert werden müssen, oder? Naja, sieht danach aus. Haben wir ja oben vergessen. Ein Lager, wo so ein Mülldeponie zu bauen? Nö, eigentlich nicht. Wieso bringen die das? Hä? Wieso bringen die das woanders hin? Hier sind da auch zwei große Mülldeponien. Wunschmenge, naja. Muss das auf 285 sein oder wie? Ich dachte, das wäre automatisch. 285. Das Teil ist wieder da hier. Aber hey, ah, wartet mal, die Megakuppel ist fertig. Ist irgendwie komplett an uns vorbeigegangen. Wir müssen den Durchgang hier hinbauen. Ich muss niemals in dem Spiel hier merken werde, wo es die Durchgänge gibt. Durchgang. Wie immer zwei Durchgänge. So. So, wollt ihr nochmal, dass wir hier wunderbar irgend so eine planetare Anomalie erkunden und 22 Polymere bekommen? Robo-Kommando ist fertig. Die ferngesteuerten Kommandeure starten mit 4 zusätzlichen Drohnen einem erhöhten Kommandolimit von 12. Schaltet den neuen automatisierten Modus für ferngesteuerte Erkunde und Transporter frei. Aha. Die Entwicklung einer spezialisierten KI mit verbesserten Autonomie und fortschrittlichen Multitasking-Fähigkeiten erlaubt es unseren Rovern, mehr Drohnen gleichzeitig zu kontrollieren. Können wir jetzt etwa richtige Transportrouten erstellen? Weil das war ja am Anfang so unser Problem, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Aber irgendwie gibt es da nichts Neues hier oben. Ach ja, während der automatisierte Modus aktiviert wird, sammelt der ferngesteuerte Transporter automatisch Ressourcen. Aha. Wie wir halt vergessen haben, die zwei voll beladenen Transporter mit Beton dahin zu bringen. Oh Mann, wir sind solche Napswülzen, ey. Das haben komplett die Shuttles allein geschafft. Ohne Worte, Sahadun, ohne Worte. Wir werden das erstmal entladen und uns dann nochmal das anschauen, was die dann automatisch sammeln.
Das interessiert mich jetzt noch. Auch wenn die Zeit schon wieder um ist, Leute, aber das wollen wir mal wissen, was er denn dann automatisch sammelt. Sektor scanned. Select a sector to scan. Sektor gescannt. Scan dann mal die letzte Reihe hier oben. Fertig ist es und jetzt klicken wir hier drauf. Was macht er jetzt? Hey. Wo fährt denn der hin? Der sammelt jetzt von der Planetenoberfläche wohl Ressourcen ein. Also so verstehe ich das. Oder was macht er? Gerade gedacht, der holt jetzt hier Beton ab. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass er automatisch von der gesamten Planetenoberfläche einsammelt. Ja, nett. Aber du holt jetzt die zwei Polymere. Ja, können wir ja einen Transporter immer ein bisschen rumsausen lassen. Hat ein bisschen zu tun. Halt, hier war das. Ja, ja. Jetzt geht er zur nächsten. Alles klar. Aber dieser Erkunder, da war doch noch was mit ferngesteuerten Erkunder. Der kann das jetzt auch, oder? Cold wave approaching. Kältewelle kommt. Sucht automatisch nach aufgedeckten. Das gefällt mir gar nicht, weil verliert man bloß die Übersicht. Das ist ja eigentlich kein Problem. Das ist okay. Nice to have, das mit den Transportern, aber das mit den Anomalien. Wir haben das jetzt hier auf dem gesamten Abschnitt des Planeten gemacht. Sämtliche Anomalien manuell analysiert. Ich dachte, hier oben wäre noch einer, aber nein, das ist in Aussicht. Komfort. Dann schaffen wir das auch noch auf der letzten Reihe da oben. Ganz ehrlich. Durchgänge sind fertig. Die Megakuppel ist also ebenfalls bereit, um hier Leute zu empfangen. Und ihr seht das, es fehlt schon wieder an Wohnraum. Wahrscheinlich auch hier, oder? Tatsächlich. Deswegen werden jetzt hier auch keine neuen Leute mehr hingebracht, weil es halt an Wohnraum fehlt. Wir müssen hier noch Apartments bauen. Das machen wir gleich mal noch. Ich vergesse das sonst bloß bis zum nächsten Mal. Apartments. Und gleich noch eins. Wenn wir schon dabei sind. Alle guten Dinge sind drei, Leute. Polymerproduktion geht auch durch die Decke. Sehr schön. Treibstoffproduktion müssen wir ein kleines Auge drauf werfen. Ja, Maschinenteile. Bisher hat halt diese eine einzige Maschinenteilefabrik hier ausgereicht. Naja, 23 produziert die. Aber wahrscheinlich werden wir noch eine zweite irgendwann mal generieren müssen. Ja. Aber es ist okay. Wasser läuft nach wie vor einwandfrei. Moxie könnte besser sein. Müsste man wahrscheinlich auch nochmal eine zweite Moxie-Produktion aufbauen. Das Upgrade haben wir hier durch, ja. Werden wir nicht umhinkommen, zumal wenn die Megakuppel dann hier freigeschalten ist, wir ein bisschen Infrastruktur reingeballert haben, dann wird das hier benötigt. Nahrung könntet ihr mal hier ein bisschen anliefern. Es gibt genügend Nahrung. Seid nicht so geizig, Freunde der Nacht, ja. Ballert mal ein bisschen Nahrung zu unseren Megakuppeln. Die fressen dort wie siebenköpfige Rauben. Freunde der Nacht, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da. Schmeißt was in die Kommentare. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadu.